Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin der Christian, ihr seid bei Just Christian und heute wird es endlich Zeit für mein Review zum Xiaomi 11T Pro mit diesem dicken Ding. Was es kann, sehen wir nach dem Intro. Los geht's! Prima, mein Intro haben wir geschafft und jetzt sehen wir uns das Gerät mal in aller Ruhe an. Ihr kennt mein Ding, ich mache sehr ausführliche Videos. Wenn ihr euch das nicht anschauen mögt, müsst ihr das nicht. Ich habe unten wieder Sprungmarken am Start. Da könnt ihr zu dem Kapitel hin, wo ihr wollt und was euch da interessiert. Legen wir los. Wir gehen von außen rum. Ja, das Design kommt mir bekannt vor. Das ist so ein, ich würde mal sagen, Xiaomi-Design. Auch die Farbe kommt mir relativ bekannt vor. Das ist ein Weiß, das schimmert schön perlmuttig. Ich weiß nicht, wie schön das die Kamera rüberbringt. Kamerabump, der, wo die eigentlichen Kameras drin sind, nochmal etwas abgesetzt ist. Drumherum 108 Megapixel Kamera steht schon drin. Die Rückseite ist sehr wahrscheinlich Glas. Es fühlt sich schon nach Glas an, aber irgendwie habe ich manchmal andere Smartphones, da fühlt sich Glas besser an. Aber ich habe Kommentare unter meinem ersten Video gesehen, dem ist das Teil runtergefallen und das ist richtig zersplittert wie Glas, leider Gottes. Aber er hat dadurch einen Drop-Test gemacht und konnte mir sagen, dass das sehr, 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 sehr wahrscheinlich Glas ist. Der Rahmen hat auf jeden Fall eine matte und teilweise glänzende Plastiküberzug. Wenn man aber hier den SIM-Kartenschacht rausmacht, wo zwei Nano-SIM-Karten reingehen, keine Speichererweiterung, dann sehen wir, dass da unten drunter auf jeden Fall Aluminium ist. Also der Rahmen ist auch aus Alu mit einem Plastiküberzug. Auf der rechten Seite haben wir den einen Ausschalter, lauter leise Wippe. Oben haben wir dann Harman Kardon Branding, dann haben wir einen Lautsprecher, dann haben wir einen Infrarotport und haben noch Mikrofone. Linke Seite ist blank gehalten, unten habe ich euch schon gezeigt, Nano-SIM-Kartenschacht, keine Micro-SD, USB-C 2.0 und ein Lautsprecher und ein Mikrofon. Dann von vorne 6,67 Zoll Display. Ihr seht, ich habe schon so ein Always-On-Display. Gorilla Glass Victus ist am Start, also der krankste Shit, den es im Moment gibt. Zentrale Punchhole gucken wir uns dann gleich noch beim Display-Kapitel genauer an. Und eine Display-Schutzfolie ist auch schon drauf. Der Fingerabdrucksensor ist an der Seite. Gefällt mir ganz gut. Der funktioniert auch rasend schnell. Wenn ich meinen Finger drauflege, ist es am Start. Ja, ihr hört die Animation. Ich reicht auch nur, wenn ich auflege. Das geht ratzifatzi. Wenn der so schnell ist, habe ich auch nichts dagegen, dass er da an der Seite ist. Das von außen. Gefühl in der Hand. Ja, es wiegt 204 Gramm durch die 6,67 Zoll. Es ist kein kleines Gerät, es ist nichts für kleine Hände, aber es gibt durchaus schwerere und globigere Geräte, wenn man mal so ein S21 Ultra sieht oder ein hier die ganzen neuen iPhone 13 Pro Max, die riesen Backsteine oder auch das Mi 11 Ultra im Vergleich. Das hat nochmal 20 Gramm mehr ungefähr. Ja, es ist schon, es ist noch okay. Also es ist kein Problem. Es fühlt sich gut in der Hand an. Es sind keine scharfen Kanten. Die Abrundungen hinten, die sind okay. Kleine Stufe merkt man hier, aber das ist wohl so gewollt. Von der Verarbeitung her, kein Spiel vom Powerbutton, kein Spiel von der Lauter-Leise-Wippe. Das ist alles tippitoppi. Gefällt mir richtig gut. Gehen wir weiter zum Display. Dazu entsperre ich mal. Ich habe es schon gesagt, wir haben 6,67 Zoll. Man könnte ja fast von der Xiaomi-Größe reden an Display. Hatten sie letztes Jahr durchaus öfter. Ich habe es jetzt noch nicht volle Suppe hier. Aber ihr seht, wir haben oben und unten etwas Ränder, an den Seiten auch. Es ist kein gecurvtes Display, es ist ein glattes Display. Aber so von den Rändern her finde ich es okay. Es geht dünner, es geht dicker. Habe ich jetzt keinen Stress mit. Dadurch, dass es unterhalb der Flaggschiffe preislich angesiedelt ist, geht das für mich noch in Ordnung. Auch die Helligkeit. Ich kann noch ein bisschen drauf machen. Das ist jetzt manuelle Helligkeit. Ich habe nochmal die Möglichkeit, einen Sunburst-Modus zu aktivieren für die manuelle Helligkeit, dass er da immer Volldampf gibt. Ja, also reicht mir aus, um auch draußen noch Inhalte zu sehen. Gar kein Problem. Indoors sowieso kein Problem. Ich stelle es wieder ein bisschen runter, damit wir Inhalte besser sehen können. Ja. Ist das vom Ding her total gut. 6,67 Zoll AMOLED-Technik, 120 Hertz, die kann ich einstellen. Das macht sich das dann auch so ein bisschen adaptiv. 60, 90, 120 mit einer Aktualisierungsrate, nein, falsch, mit einer Abtastrate von 480 Hertz. Das heißt, ich tippe hier drauf und 480 Mal in der Sekunde, 480 Mal in der Sekunde wird mein Finger gescannt, was dann dazu führen soll, dass gerade bei Games, wo man einen Richtungswechsel macht oder einen Schuss abgeben will, der Schuss schneller umgesetzt wird und dadurch ein besseres Bedienerlebnis dann am Start ist. Ja, also richtig gut. Das, ob ich da jetzt einen Unterschied zwischen 240, 360, 480 merke, weiß ich nicht, dafür zocke ich nicht genug, aber ansonsten ist das von der Bedienung her, macht das einen super Eindruck, dieses Display. Ich habe es auch schon gesagt, geschützt durch Corning Gorilla Glas.
Das ist ein richtig schönes Display. Man kann es natürlich einstellen, wie man das möchte. Man hat diverse Einstellmöglichkeiten. Man kann hier den Farbraum und so weiter kann man da einstellen. Ihr könnt es sehen, was man da möchte. Gibt ja bei vielen, da geht das nicht mehr so. Dann haben wir noch mal einen AI-Bilder-Engine, wo der dann die Framerates in Videos künstlich hochsetzt und. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass es dann so ein bisschen von der Farbe her ein bisschen komisch wird. Ich konnte es nicht nachstellen. Ich kann auch ein bisschen mein eigener Spleen sein. Ich habe die Dinger ausgemacht und ich bilde mir auch ein, dass es etwas Akku spart. 120 Hertz natürlich habe ich an. Ich kann es auch standardmäßig auf 60 Hertz lassen. Aber dadurch, dass ich das ein bisschen in 60, 90, 120 so ein bisschen regelt, lasse ich das so. Lesemodus, da werden die Blautöne, die blauen Farben rausgefiltert. Soll für die Augen schonender sein, gerade wenn es draußen dunkel ist. Ja, schöne Sache. Dann den Anti-Flacker-Modus. Das ist sogenanntes DC-Dimming. Ich werde es wie oft erwähnen. OLED-Panels haben das Problem, dass sie ganz, ganz fein flackern eventuell. Viele Menschen kriegen davon gar nichts mit, weil sie da nicht sensibilisiert sind für. Was auch nicht schlecht ist. Aber es gibt auch einige Menschen, die reagieren darauf mit Kopfschmerzen und so weiter. Für die fällt dann so ein Gerät aus, wenn es keinen Anti-Flacker-Modus hat. Wenn man den einschaltet, dann sind diese Flackerbewegungen weg. Das haben die Flaggschiff-Geräte hier, Mi 11 und Mi 11 Ultra, haben das auch. Die Budget-Geräte nicht, aber die Flaggschiff-Geräte. Kleiner Wermutstropfen, nur bei 60 Hertz. Bei 120 Hertz funktioniert das nicht. Es gibt es ja aber auch den einen oder anderen, der sagt 120 Hertz, ich sehe keinen Unterschied zwischen 120 und 60 Hertz. Ich brauche das gar nicht, ich spare mir lieber ein bisschen Akku und mache dann nur auf 60 Hertz. Ich sehe den Unterschied, ich benutze das bei 120. Ich habe aber auch kein Problem mit diesem OLED-Flackern. Also deswegen bin ich da ganz entspannt. Gut, das zum Display. Helligkeit, wie gesagt, wunderschön. Ja, läuft, ist ein 1A-Display, sehr wahrscheinlich wieder ein Samsung-Panel, gefällt mir richtig gut. Full HD Plus Auflösung nicht zu vergessen. Ja, also displayseitig seid ihr hier richtig, richtig gut aufgestellt, hat mir super gefallen. Geht in Richtung Flaggschiffe. Ja, soll ja das Gerät auch so ein bisschen. Wo ich das Gerät schon mal geöffnet habe, gucken wir uns doch mal oder sprechen wir doch mal ganz kurz über die Performance. Performance ist ja natürlich wichtig. Kurz zu den Specs. Snapdragon 888, 8 GB DDR5 RAM und 128 GB interner Speicher in der schnellen UFS 3.1 Variante. Das Ding ist ratzfatz. Ihr wisst, der Snapdragon 888 gehört in die Flaggschiff-Reihe von Qualcomm. Da gibt es jetzt noch den Plusser. Der ist kaum vertreten hier in Deutschland, noch nicht. Kommt wahrscheinlich, die ersten Phones haben es schon. Da ist aber nicht viel Unterschied. Jedes Jahr macht das Qualcomm so, dass sie ihren Flaggschiff-Prozessor nochmal so ein bisschen aufbohren und auf den Leistungskern ein bisschen mehr Leistung geben und vielleicht die Grafikeinheit, die Adreno 660, so ein bisschen mehr Megahertz. Aber es ist ein großer Unterschied. Ich habe da bis jetzt noch nie einen großen Unterschied feststellen können. Das Ding ist in allen Lebenslagen richtig schnell, richtig flott. Alles, was man hier öffnet, geht ratzfatz. Ihr seht, das Scrollen funktioniert gut. Es ist ja alles fast instant offen, wenn man das hier macht. Zack, zack, zack. Ja, es ist alles kein Problem. Es ist richtig, richtig flott, wenn man hier dann sich was kaufen will bei eBay, sonst was. Hier, mal gucken, was macht die Formel 1. Ja, zack. Das geht echt, echt schnell. Auch wenn man hier sich jetzt hier so, was weiß ich, Disney Plus. Wenn das jetzt ein bisschen länger dauert, vielleicht mit der Animation, dann ist das aber die App und nicht das Smartphone. Also das ist echt richtig, richtig performant und ihr werdet alles damit machen können. Absolut alles. Jetzt kommt die Kehrseite der Medaille und da werde ich auch nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Wir haben hier den Qualcomm Snapdragon 888. Die, die in der Tech-Bubble leben, die wissen das, dass dieser Prozessor unheimlich schwer zu kühlen ist und bei diversen Herstellern durch die Bank weg, ob das Asus, ob das Oppo, ob das Xiaomi ist, bei allen Probleme verursacht, wenn es um Kühlung geht. Das Ding wird richtig heiß unter Last. Im Alltag kein Problem. Ich hatte mit meinem Mi 11 auch schon im Alltag so ein bisschen Hitzeprobleme, macht er jetzt hier nicht. Hier wird er wirklich nur dann heiß, wenn er gefordert wird und das ist bei Spielen. Natürlich könnt ihr mit dem Ding alles spielen. Im Moment das most demanding game in meinen Augen, was ich so, ihr seht, drei Spiele, PUBG, ein bisschen Autorennen und hier Genshin Impact. PUBG und Autorennen, gar kein Problem. Genshin Impact, ja, gerade dann, also es ist, was ich so rausgefunden habe, es ist relativ egal, in welcher Qualitätseinstellung man es spielt.
Es wird dann interessant, wenn man von 30 auf 60 Hertz wechselt. Das heißt, das fordert im Verhältnis mehr. Also es macht jetzt weniger Unterschied, was die Hitzeentwicklung angeht, wenn ich jetzt in mittlerer oder hoher oder höherer Einstellung spiele. Vielleicht die höhere, ja. Aber es ist, wenn ich in der mittleren Einstellung bin und dann die 60 Hertz anmache, wird es umso viel wärmer, das Gerät. Ne? Also die 60 Hertz kicken da voll rein. Und ja, dann wird die Kiste richtig warm. Und auch ja, dann wird auch das Display gedrosselt. Ich habe dann mal gedacht, ich lasse mal die Stoppuhr mitlaufen. Dann war es so nach 12, 13 Minuten, wo dann das Display so auf zwischen 70% und 80% der Helligkeit runterging, was in geschlossenen Räumen gar kein Problem ist. Aber draußen im Sonnenlicht mir dann fehlt und dann nicht mehr funktioniert zu zocken. Also nicht mehr anständig, gerade wenn man dunkle Inhalte zockt. Ja? Also das Ding wird auch warm und dann schaltet man das Display runter, klar, um die Hitze rauszunehmen, Logo, und dann, wenn man noch weiter spielt, irgendwann fängt er dann noch an, ein bisschen zu laggen und die Framerates nicht mehr halten zu können. Jetzt ist das aber, konnte ich das nicht immer gleich, dass ich sage, ja, ich kann euch sagen, immer nach 13 Minuten. Es kommt drauf an. Sitzt man irgendwo im dunklen, kalten Keller, dann dauert es etwas länger, bis das runterdrosselt. Ist das Gerät aber schon vorher warm, weil man vorher Benchmarks hat durchlaufen lassen und dann spielt, dann geht es auch schon mal nach 3, 4, 5 Minuten, dass das Display runterregelt. Also dieser heiße Prozessor wieder. Und das ist für mich so, gleich kleiner Spoiler, schon ein bisschen nicht vorwegnehmen, aber fürs Fazit, versaut es mir, aber das lässt so einen faden Beigeschmack für dieses Gerät. Weil, weil es einfach da heiß wird. Ansonsten, im Alltag, sonst keine Probleme, was die Performance angeht. Wenn man viel filmt, im prallen Sonnenlicht und es ist vielleicht noch ein bisschen warm, konnte ich jetzt, wie gesagt, nicht testen, bin immer noch auf Rücken. Also in dem Umfang, wie ich sonst teste, und es sind auch keine 20, 30 Grad mehr draußen. Da hat er jetzt keine Probleme gemacht, aber es könnte durchaus sein, dass im Sommer sowas zum Problem wird. Kommen wir zur Software. Wir haben natürlich Android 11 noch hier drauf. 12 wird kommen. In der Version MIUI 12.5.11, das ist mein aktuelles Update, mit Sicherheitspatch vom 1.9., da liegt man so einen Monat hinter der aktuellen. Okay, lasse ich gelten, einen Monat Verzug, da mache ich kein Fass auf für. Sage aber auch, dass andere Hersteller, wie Samsung zum Beispiel, ihre Geräte schneller updaten und up-to-date quasi mit 10 Tagen Verzögerung sind. Dann sind die am 10. Oktober, haben die den Oktober-Patch drauf. Das sage ich auch dazu. Ja, jetzt sind die vielleicht, wenn so ein Ultra in einer anderen Preisklasse, aber so normale S21er, die gehen ja da schon so ein bisschen hin. Ne? Und deshalb denke ich, es ist noch kein Dealbreaker für mich, aber ein bisschen mehr könnte man machen. Wo man jetzt mehr macht, und das finde ich schön, da muss man nochmal abwarten, wie sich das entwickelt. Man bietet 3 große OS-Updates, sprich wir kriegen Android 12, 13, 14 und ein weiteres Jahr noch Sicherheitsupdates. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber ich nutze mein Smartphone eh nur 2 Jahre, dann bockt es mich nicht, ob dann ein drittes Jahr noch dazukommt. Stimmt, es gibt aber auch Menschen, die nutzen es länger. Das macht es dann möglich für mich, weil die Sicherheitsupdates wichtig sind, ja, dass ich das noch ein Jahr länger nutzen kann. Aber es ist auch mal eine Aussage, weil da war Xiaomi früher immer so ein bisschen, ich weiß nicht, bestimmt gibt's was. Das war eine Aussage und das ist exklusiv im Moment noch für die 11T, auch für das normale 11T ohne Pro. Da werden bestimmt noch einige Geräte in diesen Pool reinkommen, aber das ist eine Aussage und das finde ich gut, grundsätzlich. Natürlich, Xiaomi UI oder MIUI heißt es ja. Das muss man mögen, ja, mit diesem getrennten. Das kann man aber auch umstellen, by the way. Ne, hier haben wir jetzt das Kontrollzentrum, hier haben wir die Benachrichtigung. Das kann man umstellen, dass man es wieder, wenn man das einfach runterzieht, wieder zentral, wie man das kennt von Android, dass man das so hat. Ja, geht. Ja. Aber generell, was Xiaomi UI angeht, ihr kennt es, es ist Bloatware noch und nöcher drauf. Gut, ich habe auch ein bisschen Schrott mit drauf gelassen, also Schrott, Sachen, die ich dann halt mal nutze. Aber AliExpress, Agoda, Netflix, was haben wir noch? Booking.com. Dann eBay war schon drauf, hätte ich aber auch genutzt. Was haben wir hier noch? Dann die Google Apps, Magenta Cloud, gut, alles von meinem Betreiber. Mi Community, Mi Store, klar, dass man die eigenen Apps da drauf haut. Logisch will man. Hier habe ich noch den Poco Launcher drauf gehabt. War ein System-Backup, den Poco Store, das ist alles von mir. Ja, dann hat man hier noch TikTok, TripAdvisor, WPS Office, ja, ihr kennt das, ne? Da ist wieder schön viel Bloatware drauf. Schade, dass ein Gerät für 650 Euro oder 600 Euro, je nachdem, wie man es kriegt, dass das noch so sein muss, dass da Bloatware drauf ist. Okay, man kann sie aber deinstallieren. So. Jetzt die Lautsprecher. Sie sind Harman Kardon gebrandet. Kooperation, getuned, weiß der Geier. Oben ein Auslass, unten ein Auslass, sodass sie richtig schön zur Seite raus können. Und ich sage es vorweg, es sind richtig schöne Lautsprecher. Hören Sie uns an. Geh mal ein bisschen runter von der Lautstärke.
Ja, ich weiß, ihr hört es über meine Mikros immer so ein bisschen schlecht. Gehen wir mal hoch. Die werden schön laut. Ich halte es auch mal so ein bisschen hier so. Schön klarer Sound, mag ich ganz gerne. Es fehlt ein bisschen am Bass, da sind andere Hersteller besser. Apple oder Samsung, die haben mehr basslastigen. Aber es ist jetzt nicht schlimm, also. Sie werden richtig laut. Der Sound ist klar. Wir haben einen richtig schönen, bisschen kommt noch aus der Hörmuschel, wir haben einen richtig schönen Stereo-Effekt. Also ich nicht zu meckern, richtig schöne Lautsprecher, gefallen mir richtig gut, das ist ein Pluspunkt. Weiter geht's. So, jetzt kümmern wir uns mal um den Akku. Ich habe ich noch gar nicht gesagt, in meinem ersten Video habe ich das schon mal erwähnt, wir haben einen 5000 mAh Akku verbaut, das ist richtig gut, das ist so Flaggschiff-Niveau, sag ich mal. Und dieser Akku, wenn es jetzt nur um die Haltbarkeit geht, ist so ein... Ich habe diverse Artikel gelesen, ich habe diverse Videos schon bei YouTube gesehen und da sind die Leute immer alle vollstes Lobes über dieses Gerät. Wenn man dieses Teil aber im Einsatz hat und als einziges Gerät nutzt, als Daily, sage ich mal, dann fallen mir gewisse Sachen auf. Will ich den anderen unterstellen, dass sie es vielleicht nicht tun? Ich sag mal so, Standby-Verbrauch ist top und wenn ich so normale Sachen mache, wie hier WhatsApp schreiben und so weiter, dann reicht mir das ganz locker. Habe ich in meinem ersten Video auch gesagt, ganz locker, entspannt über den Tag, gar kein Ding, vielleicht noch die Helligkeit auf Automatik. Ja, ganz locker muss es, 5000 mAh, cool. Dann kommt aber wieder der Snapdragon 888 und wenn ich es fordere, sprich richtig hardcore am Zocken bin, spiele, rauf und runter und auch mal über einen längeren Zeitraum, dann kann ich dieses Teil richtig schnell leer lutschen. Auch beim Video aufnehmen mit 4K, von mir ist auch 8K, was das Ding kann, ja, da kann ich den Akku richtig schnell satt lutschen. Das heißt, wenn ich dem Aufgabe gebe, nimmt er sich einen, ich nenne es mal einen Premium-Speed-Aufschlag dazu. Ne? Das ist wie, man kann 130 fahren mit einem Polo, man kann 130 fahren mit einem Ferrari. Beide werden sie vielleicht nicht annähernd das Gleiche brauchen, aber im Verhältnis sehr nah beisammen sein. Wenn ich aber 300 fahren möchte, was ich mit dem Teil kann, mit dem Polo aber nicht, dann braucht er auch. Ja, dann zieht er sich raus und dann habe ich manchmal das Problem, wenn ich viele Sachen gemacht habe, die da demanding waren, sage ich mal, dann kam ich auf keinen Fall über den Tag. Ne? Also hatte ich auch. Ja? Also immer aufpassen, was mache ich damit? So, kein Problem. Wenn ich das Ding fordere, dann nimmt es sich im Verhältnis zu anderen Geräten einen Schluck mehr. Gerade die, oder im Verhältnis, nicht im Verhältnis zu anderen, ähnlich wie die, die den 888 auch verbaut haben, eine extra Portion drauf. Dann haben wir dieses wunderschöne Gerät, diesen 100, der ist so schwer, der wiegt bald so viel wie das ganze Gerät. 120 Watt Lader und das ist Wahnsinn. Das ist krass, das ist Wahnsinn, das ist wow. Ich habe es ausprobiert, mein Handy ging aus, hatte nur noch 1%, hat von alleine runtergefahren, ich ihn dran gesteckt. Es wird versprochen, dass man in 17 Minuten das Ding wieder komplett voll kriegt hier. Das habe ich nicht geschafft, aber in 19 Minuten und das ist, ich würde mal fast sagen, Messtoleranz. Wenn es ein bisschen kühler gewesen wäre, ich meine, die machen das ja unter Laborbedingungen, wenn es ein bisschen kühler gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch die 17 Minuten geschafft. Ah, das war krass. Das, nach einer Viertelstunde sind 85% drauf. Und das ist gerade am Anfang. Zum Schluss lädt er nicht mehr mit 120, aber auch dann mit 50, 60, am Ende dann mit 30 Watt. Hey, Apple mit 30 Watt laden, coole Sache, oder? Aber am Anfang haut er das richtig schnell rein. Da kann man zusehen, wie die Prozente hochgehen. Das ist in der Minute, was weiß ich, 3% oder so oder mehr noch. Ja? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet so. Aber ich sag mal, wenn nach einer Viertelstunde die 85% schon wieder stand. Das ist krass. Also da reicht wirklich einmal Zähneputzen, das Ding ist voll. Das ist krass. Aber ich bin da noch so ein bisschen skeptisch. Ja, viele äußern auch Skepsis. Xiaomi verspricht 800 Ladezyklen von 0 auf 100 mit dem 120 Watt Charger und dann soll immer noch 80% Akku am Start sein. Das versprechen die. Das wäre bei normaler Nutzung so irgendwas. Der Hardcore-User 2 Jahre, der normale Nutzer 3 Jahre, der entspanntere Nutzer 4 Jahre, wo der Akku ohne Probleme halten sollte. Ich habe aber auch gemerkt, ich habe es leider nicht messen können, das Gerät wurde schön warm. Und jetzt, wenn ihr nochmal an mein Performance-Kapitel denkt, ich habe das Ding vollgeladen, habe direkt danach Genshin Impact gespielt und das Spiel hat quasi nach der ersten Minute schon das Display runtergedimmt, weil es so warm war. Und das kann nicht durch das Spiel gekommen sein, das war, weil es innen drin schon so warm war vom Laden. Da gibt es Geräte, die bleiben da kühler. Wenn ich jetzt zum Beispiel 85 Watt Laden bei OnePlus sehe, zum Beispiel, da ist das kühler, da ist das Netzteil eher etwas wärmer, wobei das auch hier
relativ warm wird. Ja? Das zeigt mir dann schon so ein bisschen, es ist cool, dass es das gibt. Das ist krass, es ist ein richtiges Wow-Ding, ja, wo man sich denkt, krasser Shit. Aber es ist mir, es hört sich jetzt blöd an, wenn ich das so sage, mir ist es fast einen Schritt zu weit. Ihr kennt mich, ich habe schon öfter so Kommentare gebracht, dass ich gesagt habe, wenn die das verbauen, dann muss es funktionieren, ansonsten schmeiße ich denen das um die Ohren. Ja, aber ich glaube, dass diese 120 Watt, das ist schon... Mit der Generation von Akkus, ich meine, man wirbt damit, dass man da auch ein bisschen Graphen mit schon eingearbeitet hat, aber mit diesen Akkus und mit der Technik, die da drin verbaut ist, schon an seine Grenzen da irgendwo auch stößt, was die Hitze angeht. Und ich nicht weiß, meine Hand nicht unbedingt dafür ins Feuer legen würde, wie es über einen längeren Zeitraum funktioniert. Schon aktuell ist es krass und ich denke auch, dass das mit den 800 Zyklen da so hinhaut. Aber ich weiß, ich will da würde ich lieber zu 65 Watt greifen, sage ich mal, was dann nicht 19 Minuten braucht, sondern, was weiß ich, 35, 40 Minuten braucht, was auch noch ein krasses Erlebnis ist, aber das Gerät dann wesentlich kühler bleibt. Ja? Aber ansonsten ist das krass. Induktives Laden haben wir leider nicht bei dem Gerät. Das gibt's nicht, da macht man die Abstriche zu den Geräten, die dann doch durchaus teurer sind, die Flaggschiffe der Mi 11 Ultra-Reihe. Da wird der Rotstift angesetzt. Wo auch der Rotstift angesetzt wird, und das ist jetzt eine perfekte Überleitung zu meinem nächsten Punkt, und zwar der Kamera. Ich habe es schon gesagt, ich bin im Moment auf Krücken unterwegs und kann einfach nicht so rumlaufen und so tolle Bilder und sonst was machen. Ich bin halt, wie gesagt, in meinem Garten ein bisschen rum. Es ist Scheißwetter gewesen. Es war bei ein paar Bildern, die ich machen konnte, war Sonnenschein, danach war Nebel, alles nur noch ätzend. Und das natürlich, das macht die Bilder, ich sag's mal, von der Stimmung her immer etwas schlechter, als sie dann im Endeffekt eigentlich sind. Ja, es wird hier geworben mit einem 108 Megapixel Hauptsensor und dann haben wir noch einen 5 Megapixel Makrosensor und einen 8 Megapixel Ultraweitsensor. Diese 5 und 8 Megapixel, die kennen wir von Xiaomi-Geräten, ob die jetzt in einem Poco sind, in einem Xiaomi-Gerät sind, in einem Redmi-Gerät sind, kennt man die zu Genüge und mittlerweile finde ich sie auch nicht mehr ausreichend. Gerade, gut, Makro, Schwamm drüber, Haken dran, mache ich kaum Bilder, aber wenn es hier um den Ultraweit geht, da kriege ich einfach schon Besseres bei anderen Herstellern. Ja, da kriege ich einfach Besseres. Und der Ultraweit haut mich nicht mehr vom Hocker. Nicht für 650 oder 600 Euro. Da haut er mich einfach nicht mehr vom Hocker. Die 108, nicht zu vergessen, vorne 16 Megapixel Frontkamera. Auch die haut mich nicht mehr vom Hocker. Auch die ist eine altbekannte. Aus verschiedenen Geräten haut mich auch nicht mehr vom Hocker. Hinten der 108 Megapixel Sensor, der ist okay, der ist gut. Der kann theoretisch bis 8K aufnehmen, ist für mich in meinem Nutzungsszenario nicht, brauche ich das nicht. Ist für mich ein Gimmick, ist für mich eine Spielerei, weil ich einfach eine Riesendatei dann habe und ich habe kein Display, was das adäquat abspielen kann. Du brauchst immer mehr Ressourcen mit einem, brauche ich nicht. Wenn ein Gerät 4K60 oder 4K30 kann, dann ist das super. Videos gehen in 4K30 und in 4K60 und mit dem Hauptsensor gefallen sie mir ganz gut. Die Stabilisierung, es gibt keinen optischen Bildstabilisierung. Auch da ist der Rotstift angelangt. Ja. Schade, die Elektronik macht es aber relativ gut. Ich zeige euch dann in meinen Beispielfotos, habe ich zwei Videos gemacht, einmal in 1080p und einmal in 4K, wo ich das Ding richtig geschüttelt habe und das war so, ne, so geschüttelt. Man sieht natürlich auch Schüttelbewegung, aber es ist weitaus nicht so krass, wie ich das geschüttelt habe. Also ich habe es, wie ich es geschüttelt habe, nichts erkennen können auf dem Display, so, ne, so hat es geschüttelt. Und das macht die Elektronik eigentlich ganz gut, wohingegen ein optischer natürlich noch besser wäre. Und man sich den vielleicht auch gewünscht hätte. Kurzum, guckt euch die Bilder an, dann werdet ihr euch dein eigenes Bild von machen können. Ich finde, die Bilder mit der Hauptkamera sind okay. Die Videos mit der Hauptkamera sind auch okay. Sie sind etwas farbenfroher, wie das, was man die ganze Zeit von Xiaomi so gekriegt hat. Mit etwas, also nicht in den High-End, sondern in Richtung Budget. Ja, die waren ein bisschen blass und so weiter, aber das geht gut. Lowlight, ja, okay, nee. Ultraweit und Makro, vergesst es, gefällt mir nicht und die Frontkamera gefällt mir auch nicht. Also ist das Ding für mich unterm Strich, auch wenn es, ich kann euch ja mal kurz die UI zeigen, ist das für mich unterm Strich, auch wenn es hier Dutzende verschiedenster Modi und 108 Megapixel und Klonen und Zeitlupe und Langzeitbelichtung und dies und das und hier und jenes, schöne Spielereien, man kann sich zum Beispiel schon so Sachen, wo ist es hier, mit Filmeffekten, dann schneidet das Ding für euch einen Film schon zusammen, so für TikTok und so, Kurzvideos drehen und sowas. Das ist schon spielereitechnisch ganz cool, aber ich sag mal, das Basic-Zeug, einfach nur rausholen, Fotos schießen oder einfach nur rausholen und ein Filmchen von den Kindern machen, ist es leider für mich nicht viel mehr wie durchschnittlich,
der 108 Megapixel Sensor etwas mehr, aber der Rest wird diesen Preis, der überdurchschnittlich ist, ja, also nicht mehr Mittelklasse, also schon Richtung Oberklasse geht, wird diese Kamera nicht gerecht. Man hat mit Cinemagic geworben, das ist in meiner Meinung nach, nee, ist nur Marketing. Also so Cinemagic ist die Kamera nicht. Man kann sie nicht vergleichen mit irgendeinem Flaggschiffgerät von Xiaomi. Kein Mi 11 Ultra und Mi 11 Vergleich, ne? Also, nee, da fällt sie mir ab. Also bin ich von der Kamera nicht so überzeugt. Jetzt schaut euch meine Bilder an und dann geht's weiter. So, jetzt ein paar kleine Beispielaufnahmen mit dem Mi 11T Pro. Wie ihr das wisst und meinen Kanal verfolgt, bin ich aktuell noch ein bisschen fußlahm und muss auf Krücken gehen. Deswegen humpel ich ein bisschen durch meinen Garten hinterm Haus und kann leider nicht in die tollen großen Parks gehen. Sieht auch ein bisschen aus, ja, aber gut, wie es halt so ist, wenn man krank ist. Ja, ja, die Kamera, guckt euch einfach Bilder an. Ich mache nur so ein paar kleine Beispielfotos. Ich habe noch einen Vergleich mit dem Poco F3 vor, wo ich dann mehr Bilder zeige. Also nicht vergessen zu abonnieren, um dann auch noch die anderen Bilder zu sehen. Hier so ein paar kleine, feine Beispielfotos zu dieser Kamera mit dem tollen 108 Megapixel Hauptsensor. Let's go. So, Bilder habt ihr gesehen. Ihr seht, ich habe nicht ganz so viele gemacht, aber es wird ja noch, wie ich in dem Video schon ein bisschen gespoilert habe, ein Nachfolgevideo zu diesem hier geben, wo ich das mit dem Poco F3 vergleiche. Und da gibt es auch nochmal ein paar mehr Vergleichsvideos und Bilder. Ja? Also, Ruhe bewahren, Schock bekämpfen, gucken wir, was hier konnektivitätmäßig angeht und so ein bisschen, was ich vergessen habe. Wir haben natürlich durch den Chip haben wir Wi-Fi AC natürlich und Wi-Fi 6, also AX haben wir auch. Wir haben 5G natürlich, wir haben alles, was wir brauchen an Konnektivität, wir haben diesen Infrarotblaster, leider keine Speichererweiterung und wir haben kein offizielles IP-Rating, was gegen Staub und Wasser geschützt ist. Man spricht so ein bisschen von IP53, aber das ist nichts, wo man mit ins Wasser kann, das ist so ein bisschen Spuckwasser geschützt, sage ich immer. Also kein offizielles richtig gutes IP-Rating, 6.7, 6.8, wie das die großen Flaggschiffgeräte haben, auch von Xiaomi, das hat das nicht und leider haben wir nur USB-C 2.0 und das ist mir auch so ein bisschen, naja, das wird gleich noch zu einem Fazit kommen. Ansonsten alles drin, alles drum, alles dran. Achso, kein Wireless Charging, ich habe es schon erwähnt. Ansonsten werdet ihr von nichts überrascht. Kommen wir zu meinem Fazit. Ja, wie fange ich an? Das Teil ist für sich gesehen als Gerät, wenn man das als einzelnes Gerät hat oder als einziges Gerät benutzt, ist es schon ein schönes Gerät. Man hat ein schönes, wunderschönes Display, man hat rasante Geschwindigkeit, man hat einen schnellen Fingerabdrucksensor, die Interaktion mit dem Display, das ist wunderschön, das ist alles toll, die Verarbeitung stimmt. Hier in dem Falle gefällt mir auch die Farbe ganz gut, dieses perlmuttige, zieht kaum keine Fingerabdrücke an und so. Grundsolides Gerät, tolle Lautsprecher und dieses bombastische hier 120 Watt schnelle Laden. Meine Befürchtungen oder meine Ängste habe ich euch schon mitgeteilt. Nichtsdestotrotz ist dieses Gerät aber auch zeitgleich wieder nur ein weiteres Xiaomi-Gerät, wo es mir so ein bisschen an, ich sag mal, Abgrenzung fehlt. Jetzt könnte ja einer sagen, ja, diese 120 Watt. Das ist die krasse Abgrenzung, weil das Display kriege ich so gut auch in anderen Geräten oder so ähnlich gut
für den Endverbraucher kaum unterscheidbar gut in anderen Geräten. Auch die Leistung kriege ich in anderen Geräten. Auch die Kameraleistung kriege ich sehr wahrscheinlich so oder so ähnlich in anderen, selbst Xiaomi-Geräten in anderen. Das Einzige, was sich davon abhebt, ist diese 120 Watt. Aber ich weiß nicht, ob es mir dann das wert wäre, 650 Euro auszugeben für diese 120 Watt. Ja, es ist ein Erlebnis mal, aber es tun auch andere Geräte. Jetzt hat man ja noch das normale 11T. Und das lädt auch mit 67 Watt. Das braucht dann halt 35 Minuten. Ja? Das kostet aber ein Hunderter weniger. Hat nicht den 888 drin, sondern den MediaTek Dimensity 1200. Ich habe das Gerät nicht getestet. Ich hatte aber auch das Nord 2. Und das hatte auch diesen MediaTek 1200 drin. Und das war ein super guter Prozessor, der von der Leistung her in Benchmarks nicht an den 888 rankam, aber bei der Hitzeentwicklung viel cooler unterwegs war und im alltäglichen Szenario, Geschwindigkeit und so weiter, dem in nichts nachsteht. Wir haben sogar die gleichen Kameras verbaut. Die Bilder können vielleicht ein bisschen unterschiedlich sein, weil der Prozessor sie anders verarbeitet. Aber ansonsten die gleiche Kamera verbaut, für ein Hunderter weniger. Und das rechtfertigt, meiner Meinung nach, diese 120 Watt rechtfertigen den Aufpreis nicht zu 650 von 550 oder von 500 auf 600. Und das ist dann einfach nur, ich kriege das auch günstiger in anderen Geräten. Und deshalb möchte ich euch gleich auf mein nächstes Video auch hinweisen. Es wird nach diesem Video online gehen. Ich habe es verglichen mit dem Poco F3. Das war ein super interessanter Vergleich. Und mir ist es einfach, um einen Strich drunter setzen, einfach zu wenig irgendwas Neues bis auf die 120 Watt, was da mich dazu bewegen würde, so ein in Anführungsstrichen teures Mittelklasse-Gerät. Wir reden von 650 Euro. Klar, verglichen mit anderen Geräten, mit dem 888 drin, vielleicht ist es dann noch günstig, aber ich finde, es ist nicht dieser Preis-Leistungs-Bam und krass Gerät, was ich mir vorgestellt habe. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr mein Video geschaut habt. Es ist eh schon wieder viel zu lange. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Deswegen macht's gut. Ciao, ciao.